unfassbar. Einmal im Leben hat man so einen Klick und man sieht ein Motorrad, das noch nicht am Markt ist, sondern wirklich ein Prototyp, aber fix fertig, ausgereift. Kein Mensch hat es gesehen, außer mir. Na, jetzt bin ich ein bisschen beeindruckt. Triumph, 500 Kubik, Einzylinder, Wahnsinnsfahrwerk. Irrsinnig schön. Naja, das wäre jetzt in die Welt hinaus besonnen. Fritz, ich muss dich leider korrigieren. Man merkt, dass du jetzt inzwischen für Autozeitungen auch schreibst. Das ist leider keine 500er Triumph. Das täten wir uns als Triumphhändler wünschen. Das ist eine 250er. Und man muss ehrlich sein, das war im früheren Leben eine 250er Kawasaki Estrella. Ganz was Schönes. Wir haben uns die Möglichkeit... Was ist ein Kawasaki? Das ist ein Kawasaki. Man muss einfach ehrlich sein, nicht, dass wir da ein Problem kriegen. Aber ich als Triumphhändler wollte eine Triumph Q250, das hat es schon mal gegeben. Und Triumph bringt ja jetzt dann, so meldet die Gerüchteküche, eine 250er. Oder eigentlich sogar zwei Modelle. Leider sind sie wahrscheinlich nicht so ausschauen wie die, nicht so klassisch. Aber das wäre eigentlich unser großer Wunsch. Sowas mit 500 Kubik, das wäre einfach ein Verkaufsrenner. Der Trend geht in diese Richtung momentan und vielleicht hat Triumph ja mal ein Ohr dafür. Wir haben einmal schon selber das gemacht, fahren auch selber, das ist das Fahrzeug von der Chefin. Wir haben uns die Mühe gemacht, wirklich, wir haben auch gewisse Arbeiten durchgeführt. Der ganze Krümmer wurde in der Mitte aufgeschnitten, weil da ist ein zweiter Krümmer drin. Daher haben wir jetzt diese schöne Färbung, weil original ist ja das nur Chrom. Wir haben das komplett aufgeschnitten, wir haben den Krümmer entfernt, den Innern, wir haben es wieder neu verschweißt, verchromen lassen. Wir haben einen Schark-Auspuff montiert, ist auch nicht serienmäßig. Wir haben die Drossel aus dem Vergaser raus, also wir haben jetzt statt 17 vermutlich sogar 22 PS, jetzt geht sie richtig gut. Habe Ehre. Ja, klingt auch gut. Wenn du willst, starte das ja mal. Ja, das wäre super. Du, eine kurze Frage noch, ja. Aber ist es ein Triumph-Tank oder ist es ein Tank von der Estrella? Nein, es ist ein Estrella-Tank. Es ist bis auf diese Umbauteile, Auspuff, ist alles original Triumph, nur ja. die Lackierung. Alles poliert, das haben wir alles mitgemacht. Bevor du startest, ja. Koche, muss ich ein bisschen zurück, weil es ist sicher eine Höllenmaschine. Nein, so laut ist es nicht. Also, deine Kamera wird sich überleben. Aber es ist besser als ich bin zwar einerseits enttäuscht, dass ich jetzt nicht die 500er Triumph gesehen habe, aber das ist wirklich großartig. Das freut mich, Fritz. Ja, ich nehme auch ganz happy. Unverkäuflich. Naja, unverkäuflich ist ein relatives Wort. Unverschämte Angebote nehmen wir unter Umständen schon an. Ja, was sagt dann die Chefin? Naja, die weiß ich noch nicht. Da müssen wir das sagen, genau. Ich stelle es wieder ab.